Warum hast du die Socke? Habe ich vergessen. Ja, jetzt mit der Socke. Ich will das Video beginnen. Ja. Also, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Advent-Diktet, Aqua-Diktet. Es Wir ist sind zu spät. zweit. Ja, es ist spät. Adventskalender. Und ich denke mal, da ist jetzt wieder eine Pflanze in diesem Säckchen, in dieser Socke. Und es ist eine Pflanze. Und da du jetzt hier so viel Verwirrung in diesem Video gestiftet hast, sagst du mir jetzt, was es für eine Pflanze ist. Es steht nämlich nicht drauf. Ludwigia aquata. Tja, richtig geraten, ja? Woher ich das nur weiß, Als nachdem eben wir es diesen Tag dreimal probiert dreimal haben. mindestens, drei oder viermal. Also ja, herzlich willkommen zu diesem Video und wir stellen euch jetzt eine neue Pflanze vor und es ist diesmal ein In-vitro-Töpfchen, nicht von Tropika, denn die haben diese Pflanze nicht. Obwohl doch, ein, zweimal gab es die in der Limited Edition. Die habe ich jetzt von Dernerle und die gibt es auch hin und wieder mal als Buntpflanze, aber ich finde, den besseren Deal macht ihr In-vitro. Gut. Dann erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen über diese schöne Pflanze. Und zwar Ludwigia aquata ist eine der Oldschool-Amano-Becken-Scaping-Pflanzen schlechthin. Denn, also ich habe sie eigentlich dadurch erst kennengelernt, so Anfang der 2000er Jahre. Denn bis dahin kannte ich diese Pflanze überhaupt noch gar nicht. Und es gibt auch noch eine ähnliche Art. Ludwigia aquata und Ludwigia brevipes. Genau, brevipes heißt sie. Die sieht ja sehr, sehr ähnlich. Und beide Arten kommen, soweit ich das weiß, aus Nordamerika, also der Südosten der USA bei der Ludwigia aquata. Und es gibt auch in der Natur immer mal Hybriden, weil die ja, es gibt dort mehrere Arten, die da vorkommen. Wir hatten ja letztes Jahr erst die Glandulosa. Und nee, hatten wir die Glandulosa letztes Jahr? Ich glaube ja. Doch, ich glaube, die hatten wir. Und da gibt es manchmal auch ja, in der Natur Kreuzungen, die da entstehen. Und diese Pflanze, wie gesagt, ist mir persönlich so seit knapp 20 Jahren bekannt und ich verwende sie immer, immer wieder sehr, sehr gerne in meinen Aquarien, weil die einfach spektakulär aussieht. Die Pflanze an sich ist vom Wuchs her tendenziell sehr dicht. Je nachdem, wie hell das Aquarium ist, kann sie höher werden, kann sie auch kleiner bleiben. Im Durchmesser sind diese Köpfchen ungefähr so 6 cm. Und wie sie aussieht, welche Farbe sie hat, das liegt maßgeblich an der Beleuchtung und am Dünger, denn damit ist diese Pflanze sehr, sehr variabel. Wenn ihr die unter guten Bedingungen haltet, also sie ist auch relativ flexibel, ob das jetzt weich ist oder sehr weich ist, mittelhart ist, das Wasser, das macht der Pflanze eigentlich wenig aus. pH-Wert, ja, tendenziell auch leicht sauer bis neutral. Sie liebt und sie braucht meiner Meinung nach auf jeden Fall CO2, um richtig gut zu gedeihen. Bodengrund ist eigentlich weniger wichtig, ob das jetzt Kies ist oder Soil ist, die wächst eigentlich überall, wobei sie eben auch ein dichtes Wurzelwerk hat. Also wenn sie Power von unten hat, dann bekommt er das sehr, sehr gut. Und das bringt mich nämlich jetzt zu dem Punkt, der diese Pflanze besonders auffällig und attraktiv werden lässt. Denn diese Art, oder unter anderem diese Art, das geht mit mehreren, diese Pflanze reagiert sehr, sehr gut auf Nitratlimitierung. Sprich, ihr habt wenig bis gar kein Nitrat über einen längeren Zeitraum im Wasser. Dafür aber, damit die Pflanze keinen Mangelwuchs kriegt, braucht sie das über die Wurzeln. Also wenn ihr ein sehr stark vorgedüngtes Soil habt, zum Beispiel Amazonia von ADA, oder ihr habt jetzt hier Nutrition Capsules oder eben Root Caps von Masterline unterm Soil, dann ist die Pflanze, sie muss natürlich erstmal anwachsen, dann ist die Pflanze darauf angewiesen, ihre Nährstoffe, vor allen Dingen eben das Nitrat, über den Boden aufzunehmen. Und wenn die im Wasser eben keins hat, dann kriegt die ein brutalst rotes Rot. Also sie sieht wirklich jetzt hier eher orange aus, obwohl ich sie schon relativ schlank dünge mit dem Masterline-Zoll. Aber beim ADA-Düngesystem zum Beispiel, wo ich sie früher, wie gesagt, auch immer gehalten habe, da gibt man ja eigentlich effektiv kaum bis gar kein Nitrat ins Wasser, aber hat eben einen sehr, 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 sehr stark gedüngten Bodengrund. Und das bekommt dieser Pflanze wirklich gut, weil dann wird die knallerot. Hier sehe ich jetzt eher orange. Je nährstoffreicher das Wasser ist, umso krautiger wächst die. Also die geht dann wirklich ab wie so ein Unkraut und wächst in alle Richtungen, nach oben, nach unten, überall hin. Aber sie wird viel fragiler und viel kleiner und zarter, wenn ihr die unter Nitratlimitierung haltet. Und sie ist so oder so attraktiv, aber das ist halt der deutlichste Unterschied. Eine andere Pflanze, die dadurch eigentlich sehr bekannt geworden ist, ist ja die Rhodhalla hara oder H-Ra, wie sie im Englischen heißt. Die reagiert auch super darauf und eigentlich ist die wirklich schön, erst wenn man sie so hält. Und ich kann mich erinnern, in unserem freistehenden Aquascape hatten wir die Pflanze am Anfang nicht drin. Du hattest sie aber irgendwann mal reingesetzt und ich habe gestaunt, wie schön die bei dir geworden ist. Aus der Not heraus, ne? Weil das Beste Becken, Pflege. ja, beste Pflege. Ich glaube, das Becken wurde eher mit Kalium oder sowas gedüngt. Auf jeden Fall sah diese Pflanze klasse aus. Also die war wirklich wunderschön rot. Einfach Düngerrechner und Aquarell, Ja. was der ausgespuckt hat. Da Ja. haben wir uns es wirklich einfach gemacht. Ja.
Weil, naja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir wechselnde Schichten haben. Das habt ihr im Laden nicht. Ja. Und da ist jede Woche immer mal eine andere Schicht. Ja. Natürlich wissen sie das alle, Hat aber vielleicht auch mal jemand vergessen, vielleicht zu düngen oder so? genau. Das kommt Und da vor. ist halt, wir haben auch schon täglich gedüngt. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was da, aber ich denke, dass es eine Stoßdüngung war Und in damals. dem Fall hat es der Pflanze ja noch nicht geschadet. Und gerade bei einer Stoßdüngung kann man ja sagen, gerade wenn du einen sehr, sehr guten Bodengrund hast, einen sehr gut aktiv laufenden Außenfilter, der zieht dann auch gerne mal schnell das Nitrat raus. Und gerade viele, viele konkurrierende Pflanzen im Aquarium, die ziehen dann halt viel Nitrat weg und dann bleibt eben den Rest der Woche nicht mehr viel davon über. Und darauf reagiert eben so eine Hara oder so eine Aquata, eben indem sie schön rot wird. Man sollte das auch nicht mit dieser Düngemethode übertreiben und die Pflanzen extrem aushungern. Viele Arten, dann werden die halt einfach relativ sensibel und anfällig und sind generell nicht so stabil, nicht so groß. Aber bis zu einem gewissen Grad kann man da schon einiges rausreißen. Also das geht ganz gut. Es ist wirklich eine sehr, sehr hübsche Art. Und ich finde, auch die ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also ich habe die Pflanze eigentlich immer mal da, also früher auch schon da gehabt als Buntpflanze. Die hält halt nicht so gut in der Verkaufsanlage. Da sagst du was. Ja. In Vergessenheit geraten. Da hast du mich eiskalt erwischt mit der Pflanze. Ja, die ist Also nicht ich mehr bestelle so. ja auch Pflanzen, Ja. aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Das kriege ich auch mit. Das Ja. geht, da überlege ich Hast du manchmal. outgesourced quasi das Pflanzen bestellen? Naja, klar. Das war jetzt, als wir einen neuen Markt eröffnet haben. Da war ich am Anfang natürlich, dann mache ich das immer federführend. Ja. Und dann muss ich es natürlich irgendwann übergeben. Klar. Und wenn es funktioniert, dann ja, hänge ich mich da gar nicht mehr so groß rein. Dein Wer? Team ist ja auch jeden Tag da. So, und die Genau. müssen ja, die sehen ja auch selbst, was geht. Und ich finde, also habe ich so festgestellt, bei mir ist es so, bei meinen zwei Kollegen und also wir sind ja eigentlich zu viert. Manchmal sind wir zu zweit hier, manchmal zu dritt, manchmal alle. Jeder hat so seine Eigenheiten und jeder hat so seine Lieblingspflanzen, die er immer gerne verkauft. Und da ist mir eben aufgefallen, dass dann auch theoretisch unterschiedlich bestellt werden würde. Also ich bestelle zwar zumindest regelmäßig bei uns und mache dann auch die Order, aber ich frage eben auch mal meinen Kollegen, Mensch, was würdest denn du jetzt mal wieder haben wollen oder was hast du jetzt gerade auf dem Schirm? Man hat ja immer so Phasen, wo man dann besonders gerne irgendwie die oder die Pflanze anbietet. Und da ist es auch so, dass Ludwigia aquata immer so mein Favorite ist und das eigentlich bei meinen Kollegen hier im Laden gerne mal so vergessen wird oder übersehen wird. Aber ich mag die Pflanze sehr gern und ich empfehle die auch gern. Und wie ich gerade gesagt habe, früher war sie eigentlich viel, viel gängiger, mittlerweile eigentlich nicht mehr so. Aber ich finde es toll, dass sie eben auch Tropica mal wieder, wie gesagt, als Limited Edition hatte. Oder eben, wir kriegen sie ja regelmäßig von Dennerle. Das ist eine Pflanze, die wird im Kühlschrank immer übersehen. Also bei In-vitro-Pflanzen gibt es ja welche, die sind super auffällig und welche, die sind unauffällig. Und das ist eine von denen, die übersiehst du immer. Bei In-vitro setzt es ein bisschen mehr voraus, grundsätzlich, dass derjenige, wenn er sich selbst bedient, die Ja. Pflanze eigentlich weiß, wie sie später aussieht oder dass er Ja, weiß. ja. In In-vitro kann man grundsätzlich sehr schwer. Natürlich eine alternative Reinecke Mini, die sieht natürlich schon spektakulär im In-vitro. Heliocaris Ja, das sieht natürlich geht alles toll immer. aus, aber Klar. gerade bei den Stängelkunden. Die ja auch im Meer steht da drin, da ist es dann oft so, die sehen halt nicht so aus, ne? Das war das wahrscheinlich, was du gerade sagen wolltest. Genau. Und manchmal mache ich auch Verschnitt und bündel die und verkaufe die und da gehen die halt auch viel besser. Aber das ist der Grund, warum ich halt immer sehr viel Wert drauf lege, viele Pflanzen in den Schaubecken zu zeigen, die halt im Kühlschrank eben zum Beispiel jetzt gar nicht zur Geltung kommen oder die halt keiner mehr auf dem Schirm hat. Und bei der ist es halt so. Also es ist eine wirklich, wirklich tolle Pflanze. Einige von euch werden sie wahrscheinlich noch kennen oder vielleicht aktuell auch haben im Becken. Wir haben sie auch im Dutch Style Projekt damals verwendet. Und das ist eine tolle, tolle Art. Und wenn ihr gute Bedingungen im Aquarium habt, eben helles Licht und mit dem Dünger könnt ihr rumexperimentieren. Eine super lohnenswerte Art. Kann ich euch sehr empfehlen, können wir euch sehr empfehlen. Also ich habe sie immer mal da, du wahrscheinlich jetzt Du. auch. Nee, Ja. wir haben die, Also da Dennerle wir bestellst du nicht so oft, ne? Oder ihr? gar nicht mehr. Gar nicht mehr, okay. Dafür müssen wir uns mal zeugen. Vielleicht fahren wir ja mal hin. Ja. Eventuell kommen wir mal Dennerle besuchen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt sie gerne mal ausprobieren. Wenn ihr sie im Laden lokal bekommt, könnte schwierig werden, dann gerne da. Wie gesagt, wir haben sie immer da. Ansonsten, wie ihr es von uns kennt, in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr sie online kaufen. Wir sagen Dankeschön und machen weiter mit einem Fischporträt. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.